Hallo zusammen. Auf diesem Kanal findet ihr Informationen zum Tierwohl in der Rinderhaltung. Heute geht es um das Thema Kälberaufzucht. Alle Referenzen zum Video findet ihr unten in der Infobox. Für Bäuerinnen und Bauern ist die Art der Kälberaufzucht eine wichtige Entscheidung. Diese Entscheidung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie die Gesundheit von Kuh und Kalb, das Systemmanagement und die Wirtschaftlichkeit. In der konventionellen Rinder- und Milchviehhaltung werden die Kälber direkt nach der Geburt oder wenige Tage danach von ihren Müttern getrennt. Dies soll den Bindungsaufbau verhindern und Trennungsschmerz reduzieren. Dabei dürfen sie entweder die ersten Stunden noch bei der Mutter Kuh saugen oder sie erhalten die Milch direkt aus der Flasche. Danach werden die Kälber allein oder zu zweit für die nächsten Wochen in Kälberiglus gehalten und etwa 2 bis 3 Mal täglich aus dem Eimer mit Milch gefüttert. Mehr zum Thema Einzel- und Paarhaltung findet ihr im Video über Sozialkontakt mit Artgenossen verlinkt in der Infobox. Ein kurzer Abstecher ins natürliche Verhalten der Tiere zeigt. Die Dauer des Saugaktes beträgt in der Natur etwa 8 bis 10 Minuten. Damit saugen die Kälber am Tag nicht etwa 2 Mal, sondern 6 bis 12 Mal. Damit dauert der Saugakt pro Tag nicht weniger als 10 Minuten, sondern ca. 60 Minuten. Und damit nehmen die Tiere pro Tag nicht 4 bis 6 Kilo, sondern eher 8 bis 16 Liter pro Tag auf. Entwöhnt werden die Kälber in der Natur nach etwa 10 Monaten. Die Trennung soll den Transfer von Krankheiten sowohl zwischen den Kälbern als auch von Mutter zu Kalb reduzieren, da die Kälber noch nicht über ein voll funktionsfähiges Immunsystem verfügen und noch sehr anfällig für Erkrankungen sind. Trotzdem sind Kälbergesundheit und Sterberaten der Kälber bekannte Probleme der konventionellen Kälberaufzucht. Wir wissen heute, dass die Haltungsform entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Kälber in den ersten Lebenswochen hat und damit die Gesundheit und die spätere Produktivität der Kälber beeinflusst. Welche Alternativen zur konventionellen Kälberaufzucht gibt es, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Tiere auswirken können? In der natürlichen Kälberaufzucht unterscheidet man zwischen der muttergebundenen und der ammengebundenen Aufzucht. Bei der ammengebundenen Aufzucht trinken mehrere Kälber bei einer Kuh, darunter kann auch ihr eigenes Kalb sein. Es gibt generell 3 Systeme. A. Langzeitiges restriktives Säugen mit zusätzlichem Melken. Die Kühe und Kälber kommen gezielt täglich 2 Mal zum Säugen zusammen. Meistens saugt nur das eigene Kalb bei der Kuh, es können aber auch fremde Kälber zusätzlich saugen. B. Langzeitiges Säugen mit unbegrenztem Zugang und mit zusätzlichem Melken. Kühe und Kälber haben über mehrere Stunden am Tag oder unbegrenzt Kontakt zueinander. Zusätzlich werden die Kühe 1 oder 2 Mal pro Tag gemolken. Meistens saugt nur das eigene Kalb bei der Kuh, es können aber auch fremde Kälber zusätzlich saugen. C. Langzeitiges Säugen während der ganzen Tränkeperiode ohne zusätzliches Melken. Die Kühe und jeweils 2 bis 4 Kälber sind unbegrenzt und dauerhaft zusammen. Es sind immer fremde Kälber dabei, das heißt, diese Kühe sind Ammen. Die Ammen können nach dem Absetzen der Kälber oder in der nächsten Laktation wieder gemolken werden. Wenn ihr jetzt mehr über die Vorteile und Herausforderungen der muttergebundenen Kälberaufzucht gegenüber der konventionellen erfahren wollt, dann schaut euch jetzt das Video Natürliche Kälberaufzucht 2 an.